Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect Nummer 2. Das sieht hier nicht so gut aus. Wir erforschen eine verlassene Anlage und müssen jeden Moment damit rechnen, dass uns irgendwas Böses, Mechanisches anspringt. Wie in alten Zeiten. Ja, so ungefähr. Ein Arbeitslog haben wir hier. Terminal, OneSafe. Fangen wir doch erstmal mit dem OneSafe an. Nehmen uns noch ein wenig Geld mit. So, die beiden. Dann können wir die noch mitnehmen. Das war einfach. Terminal. Geld. Arbeitslog machen wir dann gleich. Erstmal noch den OneSafe mitnehmen. So. Die beiden nehmen wir die noch mit. Dann dürft ihr zwei noch zusammenfinden. Und damit wäre das auch erledigt. So, jetzt mal zum Arbeitslog. Genau, die Indoktrination. Keine schöne Sache. Da können wir uns noch ein bisschen Geld mitnehmen. Und ein weiteres Arbeitslog. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandana glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandana starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ja, wie gesagt, irgendwie scheinen sie die Leute zu beeinflussen. Normen, die ein Landetrupp! Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. In einem Reaper gefangen. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Die Normandy hat Geschütze. Benutzen Sie sie. Die Normandy verfügt nicht über die notwendige Feuerkraft. Die Schilde der Reaper stecken den Beschuss durch Schlachtschiffe problemlos weg. Shepard, eine kinetische Barriere kann nur durch einen Masseneffektgenerator erzeugt werden. Das gilt für jedes Schiff, sogar für einen Reaper. Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet, vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung! Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wir suchen nach Überlebenden und Daten, dann holen wir diesen hässlichen Schrotthaufen vom Himmel. Halten Sie sich bereit, uns aufzunehmen. Im Herzen eines braunen Zwergs zermalmt zu werden, steht heute nicht auf meiner Tagesordnung. Ei, ei, Weidmanns Hai. Gut, hauen wir mal drauf. Was zum Teufel? War das die Gär? Oder so ähnlich. Klingt, als hätte der Reaper ihr Bewusstsein beeinflusst. Yep.
Das scheint tatsächlich so zu sein. Gut, hier. Wir können, glaube ich, hier runter. Nee, können wir nicht. Sieht erstmal nur so aus. Eine explosive Kiste. Wie schön. Ich glaube, dann können wir aber auch wieder auf Scharfschützengewehr gehen. Es scheint ja. Achtung! Etwas weitläufig zu sein. Oh, hallo? Moment, Waffe wechseln. Jetzt haben die Kiste zerlegt. Naja. Weniger, um die wir uns sorgen müssen. So muss es sein. Das müsste ihre Panzerung durchdringen. Ja, gut gemacht. Das lief doch schon mal ganz gut. Hier ist noch ein Arbeitslog. Ich hatte mich schon gefragt, ob die Technologie zur Herstellung der Husks von den Geth oder von der Sovereign kommt. Ah, die kommen da hoch, okay. Na, kommt mal her. Ballert da doch nicht drauf, wenn ich daneben stehe. Ah, seufz. Ich glaube, das war's jetzt aber. Muni war auch gerade nötig. Hat ja so ein bisschen was vom Film Event Horizon. Übrigens sehr guter Film, der mir gut gefallen hat. Kann ich empfehlen. Okay. Scharfschütze. Wer auch immer diese Gav ausgeschaltet hat, er weiß, was er tut. Yep, wir haben ja noch was zum Scannen. Energiezelle nehme ich mit. Platin. Gewehr. Das nehme ich mit. Jawohl. Und nochmal ein Terminal-Zugriff. Schauen wir doch mal, wer dieser Scharfschütze ist. Ich glaube, wir gehen erstmal hier runter. Aufpassen! Man macht sie fertig! Gut, das geht ja hier noch ganz gut. Das war's für dich. Na, da kommt's Monster. Gut. Das war doch schon mal nicht schlecht. So, vielleicht kommen wir, machen wir hier die Kane. Dann darf die auch mal ein bisschen was tun. Ach, wir haben die nicht vollgeladen, okay. Das ist natürlich ungünstig. Ja, komm, Schrotflinte. Aua. Ja, hier kommen wir doch ein bisschen in Bedrängnis. Aua. Nachladen. Die sind, glaube ich, beide tot, oder? Ja. Dann, wohl, nee, nur Garrus hat es zerlegt. Na komm.
So, wir sollten hier wirklich mal ein bisschen die anderen Waffen nehmen. Aua, jetzt brauche ich Deckung. Obwohl die Deckung wird mir hier nicht viel bringen. Gut, danke. Gerade so. Das war knapp. Gut gemacht, Jungs. Dann holen wir uns noch mal ein bisschen Muni. Vielleicht gehe ich hier doch noch mal auf Scharfschützengewehr. Forschungsterminal, Altar. Schauen wir zuerst mal hier hin. Einmal, zweimal. Na, das ist es nicht ganz. Den nehmen wir mal mit. Okay. Das ist wertvoll. Schweres Hautgewebe. Cool. Die haben wir doch schon mal gesehen, Shepard. Ihre Leute nennen sie Drachenzähne. Die Geth haben sie auf Eden Prime eingesetzt. Sehen Sie, wie der Raum strukturiert ist? Für sie war das Ding wohl so eine Art Altar. Es sieht ganz danach aus. Aber warum sollten sie wollen, dass so etwas geschieht? Sie haben die Loks gehört. Sie haben alles Mögliche gesehen und gehört. Sie wurden indoktriniert. Wie wäre es, wenn wir alle von diesen seltsamen Pfählungsgeräten der Aliens einen Schritt zurücktreten würden? Na klar. KK. Okay, dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ich glaube, hier geht es aber nicht allzu viel weiter. Oder können wir hier irgendwas machen? Keine Ahnung, warum das Spiel jetzt hier wieder rausgetappt ist. Hier hätten wir noch einen Arbeitslog, okay. Ja, wie gesagt, die Indoktrination, die scheint ja auch echt gut zu funktionieren hier bei den Reapern. Ach, hier geht's weiter, okay. Oder denke ich mal. Genau, wir können die Tür umgehen. Und dann umgehen wir doch mal. Zack. Zack. Und erledigt. Und eine weitere Tür. Mein Gott. Schön. Der Scharfschütze war ein Geth. Seit wann reden Geth mit organischen Lebewesen? Geth operieren niemals allein. Sie sind als Gruppe viel klüger. Und warum hat er uns nicht umgebracht? Feinde
Gut, auch hier wieder Waffe wechseln. Für die Husk lohnt sich halt die Dings nicht, die Scharfschützengewehr. Ah, da ist einer vor mir. Wie kommt der denn dahin? Habt ihr erledigt? Gut. Zumindest gibt es hier jede Menge Muni. Das gefällt mir eigentlich. Da können wir doch langsam mal auf Scharfschützengewehr wechseln, oder? Terminal Medizin Kit. Da oben ist das. Also das Terminal, zumindest Medizinkit, wird wohl da unten irgendwo sein. Ah, Husk. Aua. Das ist jetzt ungünstig, ich möchte da mal weg. Okay, ich muss hier wirklich weg. Ja genau, Garrus. Du mit deinem Scharfschützengewehr rennst jetzt da unten rein. Und gehst natürlich drauf. Mhm. Deckung. Meine Güte, es wird heftiger langsam. Liege unter Beschuss. Aua. Aber den haben wir gleich weg. Ah, das ist Garrus. Okay. Meine Güte. Vielleicht gehe ich hier doch mal auf die Pistole. Vielleicht haben wir damit dann mehr Erfolg, obwohl die jetzt auch nicht wirklich viel Schuss hat. Da waren die Medizinkits. Hier ist echt verdammt viel Muni. Da unten ist auch noch ein Medizinkit. Ah, Monster. Ich glaube, so viel besser ist das jetzt hier auch nicht mit der Pistole. Die geht dann doch relativ schnell leer. Na gut, wir haben hier wieder Muni. Schnappen wir uns die mal, dann die Pistole einmal nachladen, bitte. Nehmen wir doch das Maschinengewehr. Für die lieben Husks. Energiezellen ist auch gut, dann können wir unsere Kane mal wieder aufladen. Die Deckard Kane. Explosive Kiste, wo waren die Energiezellen? Da hinten, okay. 9 Uhr. Das sieht interessant aus. Rotflinte. So. Die ist immer noch nicht aufgeladen, oder? Ja, okay. Muss die wirklich auf 100%.
So, dann möchte ich hier bitte einmal wieder raus. Danke. Dann hier hoch. Gehen wir hier doch mal auf die Sniper. Nee, kannst du vergessen, die bringt hier nichts, die ist zu langsam. MG. Ja. Ist schon heftig gerade, aber wir überleben es halt immer noch gerade so. So. Ich sollte die Umgebung vielleicht nochmal wieder ein bisschen mehr benutzen. Dafür sind die Dinger ja auch da hier. Garrus, du bist ja echt immer so unglaublich ungünstig positioniert. Autsch. Gut, jetzt weiß ich, warum die ganze Muni hier rumliegt. Man ist auch relativ schnell leer geschossen bei den Gegnermengen. So, wir kommen aber so langsam weiter. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier einen Folgenstopp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.